So, dann scheint ja mal alles zu klappen. Alles eingestellt, immer ein bisschen neu mit dem Livestream noch. Hier hatten wir uns letztes Mal richtig übel verrannt. Das ist so ein mieses Hängebrücken-Level, wo wir einfach nur pervers einstürzen. Aber Gott sei Dank haben wir es noch zu Ende gebracht, ja. Nach Stunden? Stunden, ja. Gefühlt Jahre. Ich glaube, du bist dran. Ich glaube, ich habe das letzte Level beendet gehabt. Ja, ich glaube schon. Ja. Wo waren wir denn? Im Boulder Dash. Oh ja, wieder die geile Augenbrauenmaske. Es gibt doch noch einen lila Edelstein, guck mal. Was, lila, wo? Ja, da, lila Edelstein. Wo steht das? Unten im Text. Indem du woanders den lila Edelstein... Oh, was? Was hat da komplett gestanden? Schalte den Weg frei, indem du woanders den lila Edelstein freischaltest. Hm. Was für ein Weg? Weiß ich nicht. Vielleicht diese mit diesen Steinchen da. Die ist das jetzt wieder so ein Rennen vor einem Stein weg? Ich glaube schon. Hey, komm her. Huh. Ja. Ja. Okay. Bester Start. Aber da habe ich nicht gerechnet. Direkt mal die Bombas sammeln. Hey, wir haben noch 2 Leben. Wir sind auch Früchte. Ich habe eins eingesammelt, ja. Oh, ich bin so stolz auf dich. So. Direkt wegrennen, aufspringen und... Oh, ja, guck. Hey, ich bin weitergekommen als du. Nur weil du gesehen hast, was ich gemacht habe. Mhm. Und was da vor dir liegt. Mhm. Mach alles kaputt. Eigentlich kommt man hier so schnell an Leben, aber wir verkacken es einfach brutal. Ja. Gut. Mann, warum? Wieso sage ich es überhaupt noch? Das war ja so klar. Wir brauchen keine Leben. Okay. Komm, jetzt schaffst du es. Ich hoffe es mal. Pass auf, der ist weiter weg. Oh, wow. Ich bin auch weiter gesprungen. Okay. Lauf. Okay, geschafft. So. Jetzt muss ich mal kurz was überprüfen. Ich wasch einfach mal. F5. Wir brauchen mal kurz eine Sekunde. Okay. Ja, alles gut. Hat der gerade mit dem Jojo gespielt? Ja. Okay. Na, weil ich den jetzt spielte damit. Kannst du mal kurz hinten den Bildschirm nochmal machen? Ich glaube, es funktioniert wieder. Ja, nur damit wir eine Übersicht haben. Weil ich probiere gerade noch was aus, dass wir gleichzeitig auf YouTube und Twitch raushauen können. Aber... War doch. Es scheint alles zu funktionieren. Wir haben uns halt extra einen Laptop ein bisschen näher gestellt, damit wir dann wirklich eine komplette Übersicht für alles haben. Aber der Laptop kriegt es anscheinend nicht so ganz hin. Oh mein Gott, die Plattformen bewegen sich! Aber immerhin scheint auf YouTube alles soweit zu funktionieren. Eigentlich müsste auch auf Twitch alles funktionieren, aber hey. Lauf, du kleiner Beuteldachs, lauf! Hilfe! Ich sehe die vorher nicht. Ah. Okay, wir sind wieder sicher. Und? Was machst du denn da? Er kriegt das nicht hin. Aber YouTube läuft? Ja. Okay. Ich denke, es liegt nur an deinem Laptop. Oh, ich habe mein Leben weggeschmissen. Das war Absicht. Oh mein Gott. Okay. Ja, wir haben hier noch so kleine Einstellungsprobleme. Beim Stream kennen wir uns nicht so wirklich aus. Und ich hätte nicht unbedingt versuchen sollen, an 2 Streaming-Dienste gleichzeitig rauszuhauen. Das Level ist auch schon wieder so eklig lang. Und das fühlt sich so lang an, weil wir kurz Pause gemacht haben. So. Ich sollte nicht unbedingt rüber gucken. Oh mein Gott, wie fies! Was? Wow, mies.
So, dann mach du mal weiter. Ich guck mal kurz. Au. Mach weiter. Mann, du hast nichts gesehen? Mhm. Ja. Wir hatten gerade ein Game Over, ne? Oh ja. Aber jetzt haben wir wieder volles Leben. Das habe ich gar nicht gesehen, was so kommt. Das habe ich dir gar nicht zugeguckt. Ha, ich hab's geschafft. Das ganze Level. Checkpoint erreicht, guck mal. Das hast du gut gemacht. Ganz ohne zu sterben. Wir hatten ja nur ein Game Over. So, jetzt aber. Hey, das bewegt sich, das ist unfair. Ja, das habe ich eben gesagt. Ich war beschäftigt. Ich hab's gemerkt. Abgelenkt. So, hier war das schon mit dem Bewegen? Ja. Ja. Nachher wird's noch mieser. Da hat mich das Ding voll eingeholt und ich bin eingekippt. Richtig gekillt worden, obwohl ich so schön gelaufen bin die ganze Zeit. Warum rennst du gegen die Kreuze? Weil ich aufs Mikro geguckt habe. Lauf schneller! Lauf schneller! Hilfe! Die geht immer weiter auseinander, guck dir das mal an. Ja. Okay. Noch zwei Leben. Yay. Oh, nicht so schief, nicht so schief. Ja! Nein! Ja. Okay. Ich hab das wird das schon nicht schaffen. Ach was, wir sind halt brutalst abgelenkt, weil das nicht so ganz funktioniert, was wir machen wollten. Oh, jetzt bin ich sogar stehen geblieben. Nicht gut, nicht gut. Ah, scheiß auf die Früchte. Nein, lauf! Du musst sie alle einsammeln. Lauf! Hilfe! Nicht daneben springen! Nein, nein, ich will zum nächsten Checkpoint. Los! Ja! Und? Okay. Ach, waren wir bei dem schon? Ja, ne? Was? Nee, bei dem waren wir noch nicht, ne? Waren wir schon mal, ja. Oh, ein Leben. Ja, das habe ich eben weggeschleudert. Aus Versehen. So. Gut. Na dann. Wir haben fast ein neues Leben. Da bin ich eben verreckt. Ach, da? Ja. Bist du doch ganz weit gekommen. Ja, das zieht sich nur ewig und drei Tage. Oh Mann. Oh Mann. Wie lange geht das denn auch? Es geht schon ein bisschen länger. Oh oh. Du bist dagegen gelaufen. Das war, ja, ich wollte gerade ein bisschen was Hand haben. Ich weiß, dass es später noch ein Level gibt, wo dich ein Dino verfolgt. Du musst über Lava hüpfen und so. Mann, lass mich in Ruhe, du blöder Stein. Lass mich in Ruhe, ich will ein Checkpoint. Das sieht gut aus. Oder das Level schaffen. Ja, das ist auch gut. Guck mal, wir haben fast die Hälfte der Kisten verloren. Ey, vergessen. Guck dir das an. Ich weiß nicht mal wo. Guck mal, die Hälfte der Kisten. Egal. Er ist happy. Naja, was wir haben, haben wir, ne? Was ist denn das da jetzt noch für ein Schmarrn? Was denn? Och, ich guck mir nur an, was das hier für eine, so ein Pop-up ist. Aber hier lädt nichts mehr. Wir sind alles ein bisschen am Überfordern. Was, du bist alles ein bisschen am Überfordern? Ja, dein armer Laptop, der glüht ja schon. Der schmilzt hier gleich. Sansa, du bist da. Es klingt voll nach Sommerurlaub. Wie kann ich ihn hier? Ah, da oben kann ich zurück. Okay. Was für ein Urlaub? Sansa, du bist da. Das erinnert mich brutalst an Super Mario Sunshine. Warum? Da heißt alles nach Urlaub. Alles? Alles. Alles klingt nach Urlaub in dem Spiel. Auch die Bosskämpfe. So ziemlich. Oh yeah, neues Leben, neues Leben. Ja, guck mal. Hast du noch nie Super Mario Sunshine gespielt? Nein. Hm, okay. Ich kann die Spiele nicht und ich finde sie nicht schön. Ah! Das ging schnell. Ah, Früchte. Ich hab das neue Leben verprasselt. Spring drauf!
Ich finde das trotzdem mega schön, dass sie sich so viel Mühe gegeben haben mit dem Remaster hier. Das sieht nämlich echt schön aus. Wir sind schlecht im Leben sammeln. Okay, und... Andere haben es bestimmt an der Stelle schon... Wippe, Wippe, Wippe! 40, 50 ah. Leben gesammelt. So, dann haben wir noch ein Leben mehr. Schneller! Fledermäuse! Was? Ich hab gedreht! Da kam aber noch mehr. Das war unfair. Ich okay, fühle mich gemobbt. Wieder ein Level mit Fledermäusen. Sehr schön. Immer diese behinderten Azteken-Level hier. Ich meine, das sieht schon cool aus. Ja, das ist schön gemacht. Die Runen sind hübsch gemacht. Sind das Affen da drauf? Das sind ich Affen, weiß oder? Es oder? Nicht. Keine Ahnung. Sieht irgendwie Trolle aus wie Affen. So ein Ogermiss. Wolltest du jetzt erstmal bannen die gehen? Die X-Taste hat nicht funktioniert. Mhm. Wenn du noch was erledigen musst, bevor wir hier anfangen. Oh, über 69, verdammt. So. Oh. Und los geht's. Ist auch Wippe. Ja, ja, ich hab nur gerade. Hi, Dark Kingdom. Gut, dass wir das Leben hier schon hatten, sonst hätte ich es wahrscheinlich jetzt weggeschleudert. Kannst nicht alle Leben verschleudern, wir brauchen die. Na, da kommen die Großfamilien, ja, ja. Oh, das war wohl. Oh! Das war ein Jackpot. Da ist wohl die Schatzkammer da drin. Mehr? Nein, ich glaube nicht. Wie, du hast ihn verloren? Ich habe ihn nicht verloren, ich habe ihn ausgesetzt. Achso. Ich komme da jemand vorbei und sammle ihn ein. Scheiße. Was habe ich davon, dass ich cool sein wollte? Aber du gehst. Au, mein Knie. Ja, das war auch die Rache von Ubaduga. Ubaduga? Immerhin habe ich ein Leben geholt. Aber du hast es verschwendet. Mann, wo ist die Kiste? Nimm die Dinger. Ich bin noch dabei. Leben. Oh yeah. Und jetzt nicht direkt wieder ins Wasser springen. Okay, ich versuch's. X. Nein, 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 nein. Nein. Spring doch. Ging nicht. Bleib dann einfach stehen, wenn du am Verbrennen ist. Ich meine, wer macht sowas? Naja, immerhin bist du nicht ins Wasser gesprungen. Bleib dabei einfach stehen. Immerhin nicht ins Wasser. Wäre wenigstens ins Wasser gesprungen. Hättest du dich dann besser gefühlt? Nein, er würde noch leben. Immerhin kommt hier noch die Wippe. Das ist nicht so dein Level, glaube ich. Ne? Ja, deswegen sterbe ich immer davor. Hui. Ah, Mann, kannst du nicht nochmal ein Leben geben? Nein, aber vielleicht ist Obadoka wieder drin. Der ist da immer. Ja, guck. Setz ihn nicht wieder auf. Fältchen. Er hat dir nichts getan. Was? Er hat mir nichts getan? Er hat mich angeschrien. Getan. Ja, damit du ihn bemerkst. Das war die Rache vom letzten Mal. Was? Was machst du denn? Ach, das Drehen funzt bei denen nicht. Was muss man anmachen? Auf den Kopf aufspringen. Ist das ja mies. Ein bisschen. Wir müssen wieder voll abmüssen. Das ist gar nicht wahr. Wir sind im zweiten Level. Was? Wir sind auf der zweiten Welt. Direkt springen. Ja, nein, nicht direkt springen. Nein, bleib in der Mitte, bitte. Okay. Jetzt springst du aufs Ende von dem zweiten. Okay. Haha. Hast du gut gemacht. Haha, ich hab die Wippe geschafft. Ich habe die PS1-Version nie gespielt und sie ist sich nicht so ganz sicher, ob sie die PS1-Version gespielt hat. Den Teil nicht auf jeden Fall. Den nicht? Nein, an den Teil konnte ich mich dran erinnern. Achso, weil du den Boss kanntest, den Bongo Bongo oder wie er hieß, diesen komischen Wolf. Den hab ich schon mal irgendwo gesehen. Keine Ahnung. Ich glaube, das war ein Känguru. Ich spiele das hier nämlich zum ersten Mal, weil ich war früher Nintendo-Kind und habe nie wirklich mit PlayStation-Kram zu tun gehabt. Wir wollten uns küssen. Okay. Hast du das gesehen? Ja. Das war so romantisch. Willst du denn auch küssen? Ach, nee, das ist mir zu bärtig. Ach, aber die Zähne stören dich nicht. Das ist seine Zähne und sein Lippenstift. Mm-hmm. Das ist ein bisschen gay. Aber er hier mit seinen dicken Lippen und seinem coolen... Er hat jetzt keinen Lippenstift und gepflegte Zähne. Und seinem Zähne. Coolen Bart. Und seine orange Nase macht mir Sorgen und seine leuchtenden Augen. Ja, sollte mal zum Arzt gehen. Vielleicht sieht er aber gut im Dunkeln dafür. Meinst du, das ist eine Katze? Eine Katzenmaske? Vielleicht. So. Immerhin kriegen wir hier immer die Äpfel. Die 10 Stück. Hey, 10 Mal sterben und wir haben ein Leben. Oh. Wippe. Zack, auf die Wippe. Vorsicht. Ja, Zelda ist auch ein ganz cooles Spiel. Ich habe aber nicht viele Teile gespielt. Ich habe damals mit Ocarina of Time angefangen. Ja, ich auch, auf der Nintendo 64. Das war sowieso mega genial. Mm, das kam ja von 3DS nochmal raus. Das finde ich. Ich finde es irgendwie nicht so cool, wenn so tolle Konsolenspiele auf einmal für ein Handheld rauskommen. Ist das jetzt mein Handy oder was, was da Aufmerksamkeit will? Mama ruft an. Oh, die muss jetzt leider warten. Oh, die... Was denn? Die fliegen heute in Urlaub.
Hups. Ja, seht ihr mal, wo die Prioritäten liegen. Meine Mom muss warten, weil ich hier ganz dringend streamen muss. Und kannst du dir eine Postkarte schicken? Oh Mann. Ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. So. Wunderschön. Hey, so weit waren wir noch nie. Oh mein Gott, warum sagst du das? Ich wollte gerade sagen, da würde ich jetzt verkacken. Oh. Hast du auf dem GameCube, meinst du Wind Waker? Da habe ich diese Collector's Edition gehabt mit Master Quest. Da war dann diese schwerere ursprüngliche Variante dabei. Die war echt cool. Ach, gab's das nur für GameCube? Master Quest? Das, was du gerade gesagt hast. Ja, das war. Ursprünglich sollte Ocarina of Time ein bisschen anders aufgebaut sein. Und das ist. Aber das haben sie dann gestrichen, weil es schwerer gewesen wäre. Aber mit der Zelda Wind Waker Collector's Edition oder so, da war dann einmal Ocarina of Time auf einer CD und einmal dann Teil Master Quest oder wie es hieß. Verdammt! Ja, wir spielen auf der PS4. Nicht auf der Pro. Aber was ist denn die Pro? Das ist so eine neuere Version einfach. Verdammt, warum bin ich da zu dumm für? Wie die Xbox One oder, nee, die S? Was ist das ja, die Xbox... ist das nicht die Xbox One X? Keine Ahnung. Verdammt! Ich weiß aber nicht. Wir spielen das auf der normalen PS4. So. Jetzt warte ich, hab dazugelernt. Hua! Hier ist bestimmt was, das habe ich gerade auf einmal geschafft. Nein. Alle beide. Ich und bin, da waren zwei Leben. Ich bin höchst begeistert von dir. Man hört's. Man soll es auch hören. Ich will gucken, ob da oben was ist. Hä? Das hast du toll gemacht. Warum hat er da oben so komisch rumgegammelt? Ich weiß es nicht. Du bist schon tot? Die Dinger wieder raus. Ich vergesse das immer. Hey, du bist nicht nochmal dran. Mann. Ich habe schon gedacht, du stellst mich jetzt hier so hin, dass ich sterbe. Also Wumba. Wir haben fast wieder ein Leben, guck mal. Ja, aber wir gehen jetzt Game Over. Nein, du schaffst aber, das. Aber, du schaffst aber, das ganze Level. Ist es nicht falsch von dir, an mich zu glauben? Das ist schwierig. Oh, was ist da oben? Das geht nicht! Was geht da oben? Was ist das? Das ist eine Trap. Ich glaube das. Das ist eindeutig eine Trap. Glaub, Majora's Mask war auch ein mega cooles Spiel. Das hatte ich, glaube ich, von 3DS, oder? Das gab es auch für ein 3DS, glaube ich. Ich denke schon, ich weiß es nicht. Ich kenne mich mit den 3DS-Spielen nicht so ganz aus. Das habe ich mit dem Mond gespielt. Ja, das ist das. Ja, ne? Ja, das ist unvergesslich. Mit dem Mond, der immer runterkommt und du musst alle zweieinhalb Tage mit der Ocarina zurückreisen. Ja, genau. Das fand ich irgendwie ein bisschen nervig. Aber das Coole an dem Spiel war, die ganzen Masken zu sammeln. Und dann hattest du am Schluss die Maske der grimmigen Gottheit. Spoiler. In Ocarina of Time konnte man auch so Masken kaufen. Ja, da gab es den Maskenhändler, der spielt in Majora's Mask eine Riesenrolle. Mm. Nein, warum mache ich das immer wieder? Anfang sogar von dem Fluch. Und wie war das so, auf dem DS zu spielen? Ich kann mir das irgendwie nicht so vorstellen, dass das dasselbe Feeling ist wie bei der Konsole. Klar, es ist ein anderes Feeling, aber man kann sich halt gemütlich auf die Couch schnacken damit. Ist die Steuerung nicht ein bisschen seltsam? Nee, ist ja genau, es hast du einen Controller in der Hand. Ich find's nicht seltsam, also ich fand's sehr angenehm. Okay. So, ich will mir den Uga-Buga aufheben. Reiner! Los, ohne zu sterben. Bin ich gestorben? Gibt's hier nicht noch ein Leben? Ich fand's auch ziemlich gut. Diesmal gab's hier gar kein Leben. Nee? Ja, stimmt. Hattest du das schon aufgebaut? Nein, so weit war ich nicht. Ich bin doch gerade schon am Anfang gestorben. Wie viele Spiele gibt's denn Zelda eigentlich mittlerweile? Boah, viele. Ja, ich kenne nicht wirklich viele. Wenn du die Gameboy-Dinger noch mit dazu nimmst, wirst du kaum noch fertig. Vor allem die Handheld-Spiele von Zelda sind mega genial. Ja? Oh ja. Mit dem C-Stick? Link's Awakening ist so ein mega cooles Spiel. Achso, du meinst den New 3DS mit diesem Zusatzstick da? Oder wie? Was? Achso, ein C-Stick. Ja, ich glaube. Link's Awakening war ein mega cooles Spiel mit dem coolen Windfisch und den Instrumenten, die man in... Die Dungeons waren einfach geil. Und die Muscheln sammeln, damit man dieses beste Schwert im Spiel kriegt, das war echt mega cool. Achso, dafür musste man sammeln gehen? Ja, dann musste man so komische Muscheln sammeln. Ich habe Wind Waker auch angespielt für die Wii U. Die Grafik war sehr schön.
Ja, das Spiel ist wirklich wunderschön. Ich will es nochmal probieren, da reinzuspringen. Ja, aber ich glaube, es funktioniert. Oh, ein Ogabugga. Ich bin jetzt einfach nur unbesiegbar. Ist das nicht cool? Mhm. Bringt es hier auf der Strecke echt mega extrem wieder mal. Ich fand es auch sehr schwachsinnig. Bin ich auf gegen Feuer? Ah, verdammt. Dass sie erst den DS ohne diesen Stick rausgebracht haben. Da musste man sich diesen... Wie hieß dieses Ding? Dieses zweite Teil, wo du am DS dran steckst praktisch, verdammt. Damit du es einen zweiten Stick hast, musstest du so ein fettes Ding kaufen, dann hockst du in den DS rein und dann hattest du noch ein, zwei Sticks mehr, glaube ich. Kenne ich nicht. Und irgendwann kam sie dann, ja, New 3DS mit einem zweiten Stick, den benutze ich aber nie. Er ist so klein an so einer blöden Stelle. Für Monster hat er total praktisch, aber ich benutze ihn nie. Da fand ich das andere Ding praktischer. Ach, aber dieses komische Kamerading da? Ja, da wo du die Kamera drehst, genau. Oh Mann. Kleine Ding da.